Spaniens Torhüter David de Gea hat sich nach seinem Patzer beim 3:3 zum WM-Auftakt gegen Portugal selbst Mut gemacht. Bevor man lernt zu triumphieren, muss man lernen zu scheitern, twitterte der Profi von Manchester United nach dem Spiel. Der 27-Jährige hatte beim zweiten Tor von Cristiano Ronaldo ganz schlecht ausgesehen. Seguimos, weiter geht's, schrieb De Gea noch und veröffentlichte ein Foto, wie ihn Kapitän Sergio Ramos nach dem Abpfiff umarmte. Ich bin ganz ruhig, wir haben ein gutes Spiel gemacht und ich bin zufrieden mit der Reaktion der Mannschaft. Wir hätten mehr verdient gehabt, sagte De Gea, es war ein Fehler, wie er allen Torhütern mal passiert, räumte der Keeper ein. Punkt. Der Ball war schwierig, so ist Fußball. Er setze aber auf das Vertrauen von Trainer Fernando Hierro und seiner Mitspieler, ich spüre ihre Unterstützung.